Servus, ich bin Projektheld. Und heute geht es mir nicht um Mopeds, heute geht es mir um Auto. Ist zwar nicht mein Auto, sondern von einem Kumpel. Aber wir wollen hier einen versteckten Schalter einbauen, so einen Totschalter, damit das Auto nicht anspringt. Das heißt, falls irgendjemand das Auto klauen will, innen einbricht, das Zündschloss irgendwie überbrückt oder sowas, dass das Auto dann trotzdem nicht losfährt, sondern dass er dann vielleicht noch ein bisschen länger braucht. Ist vielleicht kein hundertprozentiger Schutz, aber es sollte auf jeden Fall die Zeit verlängern, die der Einbrecher eben braucht, um das Auto zu starten. Und ich hoffe mal, dass das alles gut klappt. Los geht's. Wir haben uns dafür entschlossen, das Ganze hier vorne bei der Dieselpumpe zu machen. Hier vorne ist ein Sicherungskasten drin, das heißt, wir können alles im Motorraum machen. Dann ist das Ganze auch nicht im Innenraum. Viele machen es ja irgendwie so am Lenkrad dran. Das ist zwar praktisch zum Losfahren, aber ich meine, die Diebe sind auch nicht blöd und wissen natürlich auch, wo sowas klassischerweise versteckt ist. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das hier vorne rein. So, bevor ich aber irgendwas hier anrühre, möchte ich euch nur sagen, dass das Ganze hier, dass ihr es auf eigene Faust machen müsst. Also ich kann euch keine Gewährleistung geben oder sowas. Ich bin auch kein Kfz-Mechaniker. Ich denke mal, wenn man die Kraftstoffpumpe abklemmt, dann ist es auf jeden Fall nicht gut für den Motor. Das heißt, seid da vorsichtig, probiert es vielleicht nicht 10-mal aus, ob der Schalter auch funktioniert, sondern probiert es einmal aus, dass es klappt, aber seid lieber vorsichtig und ich weiß nicht, wie es mit dem TÜV ist. Jedenfalls müsst ihr da anrufen. Mein Kumpel wollte es auf jeden Fall haben und deswegen ist es für mich jetzt nicht interessanter, weiter auf die TÜV-Sachen einzugehen. So, als erstes müsst ihr hier vorne den Sicherungskasten freilegen im Motorraum. Dafür müssen wir hier die Verkleidung wegmachen. Und hier unten sitzt der Sicherungskasten. Den können wir den zwei Schrauben hier aufmachen. Und da ist schon an Sicherungen dran. Und hier oben links die alleroberste Sicherung. Das ist jetzt die Sicherung für die Kraftstoffpumpe mit 5 Ampere. Das Ganze kann natürlich auch von Modell zu Modell ein bisschen unterschiedlich sein. Also da am besten mal irgendwie nachgucken im Internet, ob das auch wirklich die richtige ist. Und um das jetzt zu überprüfen, bevor wir uns den ganzen Aufwand machen, nehmen wir die jetzt einfach mal raus. Und jetzt versuchen wir am Motor zu starten. Das Ganze machen wir aber nur einmal, dass wir jetzt nicht noch unnötig den Motor beanspruchen und dann können wir auch wirklich sicher sein, dass er auch was bringt, weil nachher haben wir den ganzen Schalter eingebaut und im Endeffekt startet der Motor immer noch, dann haben wir nichts gewonnen. Von dem her einmal rausmachen, Zündung anmachen und dann sieht man meistens auch schon im Dashboard, dass da eine Fehlermeldung kommt, dass es eben ein Problem gibt und dann weiß man auf jeden Fall, dass man die richtige rausgezogen hat. Hier links diese blinkende Zündspule oder Glühspule und die zeigt schon mal an, dass es da einen Fehler gibt und daher können wir sicher sein, dass wir die richtige gezogen haben. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt auch nochmal den Motor starten. Dann merkt ihr, dass der Anlasser tut, aber der Motor eben nicht startet. Dann ist auf jeden Fall alles richtig. Wir haben das Ganze vorher schon gemacht und deswegen wollen wir es jetzt nicht noch ein zweites Mal machen. Aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen, einfach einmal davor zu machen, weil nachher hat man sich mords den Aufwand gemacht und im Endeffekt dann doch die falsche Sicherung verwischt. Das wäre ziemlich ärgerlich. So, ich habe jetzt gerade schon mal die Batterie ausgebaut. Ich denke mal, das kriegt jeder auch hin. Ist ja nicht allzu schwierig. Und jetzt gibt es hier unten so eine kleine Metallplatte, wo die Batterie draufsteht. Die ganze ist mit 4 Schrauben fixiert, in jeder Ecke eine. Da kann man hier diese Plastikabdeckung rausmachen. Und dann kann man auch hier das ganze Metallteil rausnehmen. Und jetzt seht ihr hier diese Plastikbox, wo auch hier der Sicherungskasten mit dran ist. Und jetzt müssen wir die ganze Box hier abschrauben. Dafür gibt es hier Torx-Schrauben und Sechskantschrauben. Die machen wir auf. Dann können wir hier die Abdeckung abnehmen. Und dann kommen wir hoffentlich unten an die Sicherung ran. Und dann können wir nun unser Kabel anschließen. So, ich habe jetzt hier alle Schrauben weggemacht. Hier links von der Sicherungsbox ist auch noch eine. Da auch aufpassen. So, und jetzt kann man das Ganze hier auch schon hochnehmen. Aber das Problem ist, dass hier in der Sicherungsbox das Kabel von den Sicherungen relativ kurz ist. Das heißt, wir müssen jetzt erst die Sicherung hier aus der Box rausmachen. Dafür müssen wir die zwei Schnapphaken hier rüber drücken. Dann kann man das Teil hier entnehmen. Dann nimmt man die ganzen Sicherungen hier und zieht die nach rechts rüber und dann kann man die nach unten rausdrücken. Okay? Und jetzt können wir diese ganze Abdeckung hier wegnehmen. Vorsichtig rausmachen.
So, hier ist jetzt der lose Sicherungskasten. Und hier unten drunter können wir sehen, dass hinter der Sicherung, die wir uns vorher rausgeguckt haben, hier unten zwei Kabel rauskommen. Und die zwei Kabel, von denen nehmen wir uns jetzt eins. Wir haben uns jetzt für das rechte hier entschieden. Das wird wahrscheinlich die Spannungsversorgung sein, also einfach plus 12 Volt. Diese gelb-schwarzen Kabel sieht man hier öfters. Das werden wir jetzt hier einmal durchschneiden. Das tut natürlich weh, hier im Kabelbaum rumzufuschen, aber anders geht es leider nicht. Dann löten wir hier zwischen an die beiden offenen Enden ein Kabel dran. Und an das Kabel können wir dann Stecker machen. Und den Stecker verstecken wir dann irgendwo anders im Motorraum. Das müssen wir noch schauen. Wahrscheinlich irgendwo hier. Den genauen Ort muss man auch nicht jedem sagen. Aber das kann man machen, wie man möchte. Einfach ein Kabel nehmen, irgendwo hin machen. Das Kabel müssen wir nur noch hier unten drin irgendwo rausführen aus dem ganzen Kasten. Und alle anderen Ausgänge sind komplett verklebt. Das heißt, wir müssen es auch hier einen eigenen machen. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, hier vorne ein Loch reinzubohren. Das kleben wir nachher mit Silikon wieder gut zu, wenn das Kabel einmal durchgeführt ist. Da soll auf jeden Fall darauf achten, dass es schön wasserdicht ist, weil nichts ist blöder, als wenn dann nachher hier das Wasser reinkommt. Aber an und für sich haben wir erstmal einen Schlachtplan gemacht und so wollen wir es einmal durchführen. So, wir sind jetzt fertig. Hier ist der Schalter. Hiermit kann man den Motor an- und ausschalten. So ist der Motor an, so ist er aus, beziehungsweise die Kraftstoffpumpe. Und damit läuft eben der Motor nicht oder läuft doch. Den ganzen Schalter verstecken wir jetzt noch schlau. Irgendwo hier kann ja auch jeder so machen, wie er selber will. Genau, vielleicht kommt ihr auch auf andere Ideen, wo ihr ihn dran macht. Mich freut es, wenn euch das Ganze geholfen hat. Ich denk mal, es ist eine ziemlich gute Sache, gerade wenn man irgendwo in den Süden fährt, nach Italien, Spanien. Da werden immer wieder solche Busse geklaut, selbst in Deutschland werden die manchmal auch schon wieder aufgebrochen und geklaut. Von dem her ist es auf jeden Fall nicht verkehrt, denke ich. Und falls ihr noch andere Ideen habt, wie man den Bus vor Diebstahl sichern kann, dann könnt ihr es auch gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Bis dahin, ciao.